unberührte Natur, mitten im Herzen Deutschlands. Andreas Kieling macht sich auf den Weg, unsere Heimat neu zu entdecken. Auf der Spur der Grenze, die das Land ehemals teilte. 20 Jahre ist es her, dass die Mauer fiel. Auf ihren Trümmern ist unbemerkt ein Paradies herangewachsen. Es ist ein Weg voller Entdeckungen, auf der Fährte der Natur, unterwegs mit Tieren und Menschen. Es ist das Abenteuer Deutschland. Es ist Hochsommer. Andreas ist von seinem Ausflug aus Berlin ans grüne Band zurückgekehrt. Vor ihm liegen die Weiten der norddeutschen Tiefebene. Flaches Land, soweit das Auge blickt. Ein Stück weit folgt Andreas der Elbe, bevor er bei Lübeck die Ostsee erreicht. Der letzte Abschnitt seiner Reise. Drömling heißt das Gebiet, das er jetzt durchwandert. An der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gelegen, blickt dieser bezaubernde Naturraum auf eine lange Geschichte zurück. Von oben ist es besonders gut zu sehen. Land der 1000 Kanäle wird das Gebiet genannt. Der ehemalige Sumpf wurde im 18. Jahrhundert entwässert und in eine Kulturlandschaft umgewandelt. Heute ist es ein idealer Naturraum für Meister Adebar und seine Kollegen. Und auch Cleo fühlt sich pudelwohl. Andreas sucht nach historischen Spuren. Dieser Kanal hier ist einer der Hauptentwässerungsgräben des Drömlings. Er stammt noch aus der Zeit von Friedrich dem Großen. Erfüllt heute noch seine Funktion. Über diese Schieber, die an diesen Ketten hängen, wird der Wasserstand im Feuchtgebiet reguliert. Das Ganze ist in den 80er Jahren restauriert worden. Deshalb ist das Eichenholz noch so gut wie neu. Die verträumte Stimmung auf den Wegen des Drömlings zieht Andreas sofort in ihren Bann. Es gibt viel zu entdecken. Nanu, was ist denn das? Hat sich da jemand verirrt? Die Pferde lassen sich jedenfalls nicht stören. Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Da steht ein Stück Rotwild mitten in einer Pferdeherde. Es sieht aus wie eine Hirschkuh. Ursprünglich ist Rotwild ja auch Steppenwild. Es lebt in offenen Landschaften. Nur der Druck der Zivilisation hat es eigentlich in unsere Wälder verbannt. Es reagiert darauf. Rotwild kann auch untereinander kommunizieren. Und die Alttiere stoßen oft solche Laute aus, um sich untereinander zu verständigen. Beim Rotwild funktioniert das Rudel ähnlich wie in einer Pferdeherde. Es gibt ein Leittier, es gibt Kälber, also Fohlen, und es gibt welche, die in dem Rudel gar nichts zu sagen haben, wie bei den Pferden auch, die werden immer abgebissen. Warum das Rotwild allerdings hier nicht bei seinem Rotwildrudel steht, sondern bei den Pferden, kann nur bedeuten, dass es alleine groß geworden ist und sich selber auch so ein bisschen als Pferd betrachtet. Der Hirschdame geht es bestens, so ganz allein unter Pferden. Fast könnte man es vergessen. Aber auch in dieser historischen Landschaft haben die modernen Zeiten Einzug gehalten. Die Wiesen werden hier schon lange nicht mehr mit der Sense gemäht. Ja, die hat Glück gehabt. Das ist eine junge Knoblauchkröte. Sehr, sehr selten. Ups. Ich denke, ich trage sie zum Feldrand. So, die Knoblauchkröte kommt erstmal wieder in den Teich. Es gibt natürlich auch Tiere, die von dieser schnellen Wiesenmaht profitieren. Das sind in erster Linie Beutegreifer. Greifvögel in der Luft, Milane, Bussarde, Habichte. Nachts kommen die Füchse, die Dachse, die Iltisse. Die sammeln diese Wiesen systematisch ab, brauchen die totgemähten Tiere nur noch aufnehmen und sie selber gar nicht mehr schlagen oder reißen. Da oben kommen schon die Milane.
Die eleganten Vögel mit ihren gegabelten Schwänzen ernähren sich häufig von Aas. Und wo eine Wiese gemäht wird, können auch Störche nicht weit sein. Oft wandern sie in Scharen hinter der Mähmaschine her und sammeln einfach die Happen auf, die im Gras liegen bleiben. Und schließlich schleicht am Abend noch ein neugieriger Fuchs auf die Wiese. Auch für ihn ist noch genug übrig geblieben. Entspannt gleiten die Kraniche im Abendwind. Kurz vor Sonnenuntergang steuern sie ihre gewohnten Schlafplätze an. Andreas beschließt, noch einen Tag zu bleiben. Der Naturpark ist zur Heimat eines weiteren scheuen Bewohners geworden. Der Trümmling ist ein idealer Lebensraum für Biber und Fischotter. Es ist sehr wasserreich, hier gibt es viel Futter und auch vor allem genügend Deckung und Ruhe. Dort hinten, wo sich die Blasenbahn durch das Wasser zieht, schwimmt ein Biber. Der Biber fühlt sich hier heute wieder wohl. Im Drümling hat er dazu alle Freiheiten. Aus Holz werden Dämme und Biberburgen zusammengetragen. So verändert Familie Biber den Flusslauf und gestaltet sich ihren Lebensraum selbst. Da drüben ist die Biberburg. Im Gegensatz zu den nordamerikanischen Bibern, die richtige große Holzburgen über dem Wasser anlegen, graben die Elbe-Biber gerne in die Erde hinein, ihre Baue, haben aber obendrauf auch altes, vertrocknetes Holz. Biber halten ja keine Winterruhe, das heißt, sie sind den Winter über eigentlich aktiv, aber leben nur in der Burg und lagern sehr viele Weichhölzer in der Burg ein, die sie dann den Winter über fressen. Jede Menge Weichhölzer, denn der Biber hat großen Hunger. Hier hat der Biber eine Erle gepellt. Am liebsten fressen sie diese nährstoffreiche Rinde runter, da ihre Nagezähne immer wieder weiter wachsen und nie aufhören zu wachsen, müssen sie auch permanent Holz fressen, um ihre Zähne abzunutzen. Und so ist er eigentlich ständig am Fressen, und zwar immer nur Holz, in rauen Mengen. Da sitzt ein Eisvogel. Der Eisvogel ist auch ein Indikator für Fischreichtum. Er braucht viele kleine Futterfische, um zu überleben. Psst, Cleo. Hey, ist ja gut. Das Gras riecht total nach Biber. Biber haben zwei große Drüsen hier in ihren Bauchtaschen, was man auch Bibergeil nennt. Und wenn sie an Land gehen, markieren sie hier überall. Und Cleo ist ganz verrückt nach diesem Geruch und möchte sich damit ihr Fell einschmieren, weil sie es einfach betörend findet. Ich find's nicht so toll. Naja, gut. Komm. Und weiter geht es den Wolken entgegen, vorbei an der alten Hansestadt Salzwedel und hinein in die Altmark, einst die Wiege Preußens. Salzwedel ist im Nordwesten eines der Zentren. Der Grenzstreifen zeigt den Weg hier, wo es Heidelandschaft und immer wieder kleine Wäldchen gibt. Bei dem herrlichen Wetter sind die beiden gut gelaunt und Cleo manchmal sogar ein bisschen übermütig. Auf der Suche nach neuen Abenteuern. Hinter diesen mächtigen Eichen und Erlen hier liegt der Arendsee. Geologisch betrachtet ist dieses Gewässer etwas ganz Besonderes. Vor rund 300 Jahren gab es hier die letzte gewaltige Naturkatastrophe. Unter dem Arendsee liegen nämlich riesige Salzstöcke. Und die sind irgendwann vom Wasser hohlgespült worden. So der ganze See ist um ungefähr 12 Meter in die Tiefe abgerutscht, zusammengebrochen. Die Folge davon kann man heute hier noch sehr schön an dieser Abbruchkante sehen. Mittlerweile ist natürlich Vegetation darüber gewachsen und das Oberflächenwasser hat den See wieder aufgefüllt. Aber geologisch ist das etwas ganz, ganz Besonderes hier. Der mächtige See, der früher mitten im Sperrgebiet lag, hat eine geradezu mystische Anziehungskraft. Der kleine Badeort Arendsee profitiert davon. Vor allem jetzt im Sommer bei angenehmen Wassertemperaturen.
Andreas bereitet sich auf einen Tauchgang vor. In den Tiefen des Sees sollen noch geheimnisvolle Schätze aus der Vergangenheit zu finden sein. Ich bin mit einem Kollegen unterwegs. Heiko ist Rettungsschwimmer und Taucher hier am Arendsee. Und er will mir eine Stelle zeigen, wo eine alte versunkene Mühle liegt. Nämlich damals vor 300 Jahren ist die Mühle von Müller Arendt im See versunken. Daher heißt der Arendsee auch nach ihm benannt, Arendsee. Und ich bin schon ganz gespannt, ob wir da unten was finden werden. Heiko kennt die Stellen, wo man nach den Spuren aus früheren Zeiten suchen muss. Und er kennt auch die Besonderheiten des Sees. Du hast gut, du hast einen Trockenanzug. Ja, ja. Ich habe nicht mal Socken dabei. Oh, oh. Es wird schön kalt. Wie kalt ist der See? 4 Grad. Nein, sag's noch mal. Aber genau 4 Grad. Das kann doch nicht sein im Sommer. Ab 10 Meter. Hier oben hat er 20 im Schnitt. Ja. Aber ab 10 Meter kann man mit 4 Grad rechnen. Das kann doch fast nicht sein, weil es so tief ist. Ja gut, aber es gibt doch mehr tiefe Seen in Deutschland. Ja, die sind aber unten, also ab einer gewissen Tiefe sind immer so kalt. Kein Tauchgang für weiche Jungs. Die Sicht im See ist zu dieser Jahreszeit nicht besonders gut. Die Algenblüte sorgt für eine natürliche Trübung. Dann wird es schnell dunkel. Das Ufer fällt steil ab und erreicht schon bald eine Tiefe von 20 Metern. Aale fühlen sich im weichen Sediment des Bodens besonders wohl. Er besteht aus Seekreide, Schlamm und Sand, typisch für ein kalkhaltiges Gewässer. Auch der Flussbarsch ist hier zu Hause. Die Brasse mag den schlammigen Untergrund und den hohen Nährstoffanteil des Gewässers. Dann die Abbruchkante. Unterhalb fällt eine Wand steil hinab, bis auf eine Tiefe von 50 Metern. Schmerzhaft macht sich die Kälte bemerkbar und die Luft wird knapp. Die Taucher müssen zurück an die Oberfläche. War ja ein halbes Museum da unten. Ein Museum, ja. Na okay, ein halbes. Ein Moped, ein Fahrrad, ein Weihnachtsbaum. Ja, also hin und wieder hat ja schon einer mal irgendwie was im See versenkt. Und wie sich herausgestellt hat, ist es ja zum einen nicht umweltbedenklich und zum anderen für uns ist es interessant, diese Dinge wieder zu entdecken und anzuschauen. Das sah aus, als ob hier eine alte Straße in den See reingeht. Kann das sein? Na, das ist noch von diesem Seeeinbruch, der da stattgefunden hat, die liegt da immer noch drin. Also die Straße von 1785 muss das dann sein. Die wird das sein, genau, die ist das. Donnerwetter. Ja. Aber von Müllers Mühle keine Spur. Ja. Weiter draußen. Und zu tief und zu kalt. Und zu tief und zu aber kalt. Aber dieses Boot, hast du das gesehen? Die Fische haben sofort als Biotop angenommen. Also die finden sich eigentlich wohl da drin in dem Wasser so. Du, ich fühle mich hier auch wohl. Es könnte nur 10 Grad wärmer sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Glaubst du denn, dass aus der DDR-Zeit hier noch Sachen im See liegen, die sozusagen verschwinden mussten? Sicherlich nicht auszuschließen, dass da der eine oder andere mal was entsorgt hat. Heute würde man sagen entsorgt, also reingeschmissen in See und weg und gut. Oder alte Stasi-Akten vielleicht? Glaube ich eher nicht. Glaubst du nicht? Das glaube ich eher nicht. Denn von Berlin bis nach Arnsee ist es doch eine ganz schöne Strecke. Die haben sie wahrscheinlich in die Spree geschmissen und da versenkt. Wahrscheinlich. So wird der See wohl einige seiner Geheimnisse niemals preisgeben. Andreas Weg führt weiter nach Norden. Vor ihm liegt ein mächtiger Fluss, den er nun viele Kilometer lang begleiten wird. Die Elbe. Bei Schnackenburg trifft sie auf die ehemalige Grenze. Aber zunächst ist noch ein Abstecher eingeplant. Eine der interessantesten Sumpflandschaften Norddeutschlands erwartet die beiden mit der ganzen Vielfalt ihrer Tierwelt. Das Ramboer Moor. Die weiten Auen sind Durchgangsstation und Heimat vieler Vogelarten. Jetzt in der Abenddämmerung ziehen große Starenschwärme ihre Kreise. Und viele andere kommen gerade an, um hier zu übernachten. Ein wunderschönes Bild. Die ganze Wiese sitzt voll mit Graugänsen. Und gerade sind noch 4 Kraniche gelandet. Die Gänse sind hier auf dem Durchzug. Das sind alte Tiere, verpaarte Tiere, die mit ihren Jungen hier Zwischenrast machen, bevor sie dann im Herbst weiter nach Spanien oder Frankreich fliegen.
Gänse leben die meiste Zeit monogam. Einige behaupten sogar lebenlang. Das bedeutet, dass sich die Paare nie mehr trennen. Und wenn einer stirbt, bleibt der andere alleine. Diese Wiesen hier sind für sie ideale Rastgebiete. Auf den großen Flächen können sie Feinde, auch nachts, so wie Füchse und Dachse, rechtzeitig anschleichen sehen und sich aus dem Staub machen. Ein Schauspiel. Abend für Abend sammeln sich hier Hunderte von Vögeln, manchmal sind es sogar Tausende. Majestätisch schlängelt sich die Elbe durch ihr Urstromtal, das noch aus der letzten Eiszeit stammt. Gegen ihre Hochwasser greift man jetzt zu nachhaltigeren Mitteln. Der alte Deich, der direkt neben der Elbe verläuft, wird abgetragen, ein neuer Deich entsteht im Hinterland. Er lässt dem mächtigen Fluss mehr Raum. Die Buhnen aus Stein dienen der Flussregulierung. Sie verengen die Fahrrinne und erleichtern damit die Schifffahrt. Ruhig wie heute war die Elbe in den letzten Jahren nicht immer. Beim Hochwasser 2002 wurden die Bewohner überrascht. Überflutungen im Spätsommer hatte es vorher kaum gegeben. In letzter Minute versuchte man, die Deiche zu verstärken. Auch die Tiere brachte das Hochwasser damals in eine Notsituation. Um solche Katastrophen in der Zukunft zu vermeiden, wird der Elbe ein Großteil ihrer Auen zurückgegeben. Andreas trifft immer wieder auf Baustellen am Elbufer. Manchmal wird die Wanderung zum Hindernislauf. Obwohl hier Baubetrieb herrscht, kreisen über mir zwei Seeadler. Der alte Deich ist zum großen Teil schon abgetragen worden. Und man kann sich sehr gut vorstellen, wenn hier eine Flutwelle kommt, dass die hier vorne an den Buhnenköpfen gebrochen wird und dass die Wassermassen langsam abgebremst in dieses Überflutungsgebiet hineinwandern. So soll der manchmal so wilde Fluss in Zukunft gezähmt werden. Der neue Deich führt weit vom Ufer und der ehemaligen Grenze weg ins Hinterland. Die freigelegten Elbufer werden von der Natur zurückerobert und Städtchen wie Lenzen in der Zukunft besser geschützt. Und neue Bewohner gibt es in den Elbauen auch. Die hübschen Pferde leben wild und dürfen sich frei bewegen. Dennoch sind sie an die Nähe des Menschen gewöhnt. Nur so einen Hund müssen sie noch genauer kennenlernen. Die Pferde sollen hier das Gras kurz halten und den Bauern das Mähen ersparen. Die klassischen Tiere für die Beweidung einer solchen Landschaft wären ja Ziegen und Schafe, vielleicht auch Esel. Aber hier hat man sich für Pferde entschieden. Liebenthaler Wildlinge heißt diese zurückgezüchtete Rasse. Die entsprechen so etwas dem polnischen Königspferd, haben einen Aalstrich hier hinten auf dem Rücken, sind aber eigentlich für Wildpferde viel zu lieb. Kann das sein? Ja, das will mit dir spielen. Ja. Eigentlich nicht bellen. Das können die nicht. Pferde sind natürlich Fluchttiere. Das heißt, eigentlich ist der Hund der Feind der Pferde. Sie sehen so in ihm noch ein bisschen den Wolf. Aber Cleo weiß davon nichts, oder? Ja. Freunde fürs Leben, das finde ich klasse. Wolf und Schaf werden zu Freunden. Hm? Das Wetter bleibt stabil. Es sind die heißen Tage des Jahres. Die Elbe, früher einer der schmutzigsten Flüsse Europas, ist heute wieder ein Badegewässer. Na, bei dem Blick geht ihm aber das Herz auf. Ist das nicht schön? Und da drüben sitzen Störche, Kormorane, Kiebitze. Und es ist heiß. Cleo und ich wollen noch baden gehen. Ich glaube, wir machen heute mal ein bisschen früher Schluss. Hm? Bauen schon mal das Zelt auf. Na komm. Der Fluss bietet mit etwa 20 Grad eine willkommene Abkühlung. Ob Cleo sich wohl ins Wasser traut?
Während sie mit einem kurzen Ausflug zufrieden ist, hat Andreas der Ehrgeiz gepackt. Fast 200 Meter ist der Fluss an dieser Stelle breit. In den Zeiten der deutschen Teilung war die Elbe hier eine natürliche Grenzbarriere. Habe ich fast unterschätzt, die Strömung von der Elbe. Der Fluss hat eine unheimlich hohe Fließgeschwindigkeit. Wer schon einmal in einem Fluss geschwommen ist und versuchen will, zum anderen Ufer zu kommen, sollte nie querab schwimmen, sondern immer diagonal. Sonst kommt man nie an. Ich will mal rüber auf die niedersächsische Seite. Die Elbe hat hier eine traurige Geschichte. Viele versuchten früher, über den Fluss in den Westen zu fliehen. So manch einer unterschätzte die Gefahr. Es ist schon seltsam, jedes Mal, wenn ich einen größeren Fluss durchschwimme und auch nachts in meinen Träumen, manchmal werden diese Erinnerungen wieder wach. Es ist jetzt 30 Jahre her. Damals bin ich aus der DDR in den Westen geflüchtet, aber nicht den direkten Weg, sondern ich bin von der Tschechoslowakei nach Österreich durch die Donau geschwommen. Und es war kein einfaches Schwimmen, es ging um Leben und Tod. Die Donau ist viermal so breit wie die Elbe und hat mehr Strömung. Und in der Mitte des Flusses traf mich eine Kugel in den Rücken, ein Steckschuss. Und ich habe es nur mit Ach und Krach ans österreichische Ufer geschafft und bin dann gerettet worden. Ja, lange her. Was kommt da denn Komisches an? Hallo. Hallo. Sollte das mal ein Fahrrad werden? Ist eins. Das ist ein Wasserfahrrad. Also es war mal ein Fahrrad. Und jetzt haben sie es als Boot umgebaut. Nee, es ist komplett so bestellt worden als Hydrobike. Also kann man so kaufen? Kann man so kaufen, genau. Ist ja schräg. Gefällt mir. Donnerwetter. Ja, scheint ziemlich schnell zu sein, ja? Ja, ich meine, ich bin da nun ein bisschen... Sie kommen aus Hamburg oder mit dem Ding? Jetzt eben gerade. Ja. Nee, komme ich von der anderen Seite, aus Brandenburg sozusagen. Ich finde den niedersächsischen Strand ehrlich gesagt schöner als den brandenburgischen. Der ist nicht so steinig. Das höre ich natürlich jetzt nicht gerne, ne? Ja, ich weiß, aber... Gut, es ist jetzt momentan so, weil jetzt hier ist, fällt es eher trocken. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen eine Hochwasserwelle gehabt. Bei uns sind auch Sandflächen. Gut. Kommt noch ein bisschen, ein paar Tage später, um mal Brandenburg zu verteidigen, ne? Ja. Na immerhin, Andreas hat sich den Rückweg erspart. Das Hydrobike trägt beide. Und glücklich auf der anderen Seite angekommen, lädt ihn Herr Pauli in sein historisches Grenzhaus ein. Das Haus ist ja wirklich wunderschön. Das wirkte auf mich fast wie ein Freilichtmuseum. In welchem Zustand war das denn, als ihr das gekauft habt? Da war es leider schon eine Ruine ähnlich. Ruinenähnlich. Das heißt also, es ist vor der Wende, ist das schon verlassen gewesen. Ja, es ist eher. Es liegt ja auch direkt im Sperrbezirk, also direkt an der, eigentlich am Todesstreifen. Ne? Der Todesstreifen ist nur 30 Meter dahinter. Der Grenzhaus stand direkt auf dem Deich. Ja. Und insofern ist es schon ein kleines Wunder, weil es eben das einzige Haus hier im Dorf Untersanden ist, was trotz Leerstand nicht abgerissen oder beseitigt wurde. Ja. Es kann sein, dass Leute, die an Denkmalschutz verbunden waren, ein bisschen die Hand draufgehalten hatten. Ja. Man muss dazu sagen, diese Häuser sind aus verschiedenen Gründen abgerissen worden. Zum Teil, keine Verstecke mehr für eventuell Flüchtlinge zu haben. Ach so. Aber teilweise auch, um Baumaterial zu kriegen. Ja. Und bei so einem alten Haus war das nicht so interessant mehr. Da geht ein Froschkonzert gerade los. Ja, das sind unsere Laubfrösche. Genau, der Fachmann spricht. Das ist das Schöne hier. Wir haben ja in der Elbtalaue im Gegensatz zu anderen Regionen noch einen ganz tollen Laubfroschbestand. Ja. Und natürlich auch auf dem Grundstück. Braucht man starke Nerven, wenn man hier die Nächte gut durchschlafen will? Ich würde sagen, da braucht man keine starken Nerven. Wir hören das gerne. Der ist ein bisschen größer diesmal. Ja. Das wird mal ein Prinz. Das sieht man schon. Genau. Ups, weg ist er wieder. Okay. Wenige Kilometer weiter liegen bei Dömitz zwei Elbtalbrücken. Eine alte, die nach dem Krieg nur als Ruine erhalten blieb, und eine neue Autobrücke, auf der Andreas den Sonnenuntergang genießt. Nach der Wiedervereinigung war es die erste neue Brücke über die Elbe. Am nächsten Morgen geht es weiter. Kurz hinter Dömitz liegt ein kleines Dorf, das Geschichte geschrieben hat. Rüterberg, Dorfrepublik von 1967 bis 1989. Spannend. Na, mal gucken.
Hier stehen noch Teile des alten Grenzzaunes am Elbufer. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ist ja ein toller Brauch hier. Die Fahne wird gehissen. Ja. Fahnen, also so schwer wird der Fahnenmast nicht sein, aber... Es geht. Man kriegt ihn einigermaßen hoch. Oh ja. Ja, sind ja viel kräftiger wie ich. Das Letzte, was von der Grenze stehen geblieben ist hier? Das ist das Letzte, was stehen geblieben ist. Sollte ja auch ein bisschen als Denkmal sein. Ja. Denn man kann ja auch nicht... Also unsere Nachwelt weiß ja gar nicht mehr, was hier mal früher gewesen ist. Wegen Grenzstreitigkeiten an der Elbe wurde 1967 um Rüterberg herum ein zweiter Grenzzaun errichtet. Danach war das Dorf nicht nur vom Westen, sondern auch vom Osten abgetrennt. Eine isolierte kleine Grenzinsel. Und das heißt also, Sie kamen nur rein und raus mit Passierschein. Also ich meine, Sie waren ja nicht eingesperrt in diesem, zwischen diesen Zäunen. Und wir hatten ja immer so eine Ausgangszone von Kilometer mal fünf. Ne? Da konnten wir uns bewegen bis 21 Uhr und dann war... Wirklich? Ruhe, ja. Das da hat ja wirklich einen Gefängnischarakter dann gehabt. Ja, wenn man Tanzabend, muss man das besonders beantragen, konnte man bis Mitternacht bleiben. Dann hatte man eine Stunde Zeit, um nach Hause zu kommen. Haben denn dann nicht viele Menschen hier gesagt, ich habe die Nase voll, ich ziehe weg, ich ziehe tiefer in die DDR rein? Erstmal, jeder hat ja auch ein bisschen Eigentum gehabt und hat ja dann nicht alles aufgegeben. Eine wunderschöne Ecke, die war es früher auch wenn der Zaun davor war. Mhm. Aber die Menschen miteinander... Dieser Zusammenhalt, den findet man in Deutschland nicht wieder. Mhm. Andreas wanderte in einen sonnigen Morgen. Die Strecke ist nicht zu unterschätzen. Die Elbufer haben steile Anstiege. Seit einer halben Stunde geht es jetzt schon bergauf und ab. Dafür, dass Cleo und ich in der norddeutschen Tiefebene sind, ist es hier ganz schön hügelig. Wir laufen immer noch parallel zur Elbe. Beutzenburg ist gar nicht weit von hier. Diese Landschaft ist in der letzten Eiszeit entstanden. Es ist eigentlich eine Moränenlandschaft, gestaltet durch Gletscher und große Geschiebe. Ja, und hier geht's schon wieder den Berg hoch. Und bis heute ist der Fluss hier eine echte Trennlinie. Denn es gibt nur wenige Brücken. Häufig stellen Fähren die Verbindungen zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern her. Beutzenburg heißt die nächste und letzte Elbstation. Doch bevor Andreas den großen Fluss Richtung Norden verlässt, hat er hier noch eine Verabredung, zu der er fast zu spät kommt. Ich bin mit meinem sehr guten Freund Markus Lanz hier am Checkpoint Harry verabredet, ein ehemaliger DDR-Grenzübergang. Bin ein bisschen spät, das kann beim Wandern passieren. Ich hoffe, er wartet noch auf mich. Andreas. Hi, grüß dich. Hallo. Dass wir uns hier mal treffen, hätte ich nicht gedacht. Ja, sorry, dass ich so spät komme, aber bei der Wanderung geht schon mal was schief. Das ist wahr. Und dein Hund ist auch dabei, Cleo. Ja. Die kenne ich noch als Baby, ne? Als ganz kleinen Hund. Die ist schwer gewachsen, ne? Ein schöner Hund. Ich habe ein bisschen Hunger und hier bei Harrys Checkpoint soll es die besten Ostbuletten geben und verdammt gute Currywürste. Da würde ich dich gerne mal einladen. Ich verstehe. Currywurst, ich mag das nicht, aber wir essen jetzt eine Wurst. Andreas kocht. Ja, genau. Lanz kocht nicht, heute nicht. Eingekehrt wird stilecht. Harrys Checkpoint ist tatsächlich eine ehemalige Grenzstation. Natürlich alles. Ich denke mal, heute sind sie ein bisschen freundlicher. Ja, ich fürchte auch. Wir gucken jetzt mal nach der Bulette. Cleo, komm. Aus der Bulette wird dann noch eher eine Currywurst. Ausreichende Stärkung für die nächste gemeinsame Etappe. Die beiden wollen weiter nördlich zum Schalsee, dem größten und tiefsten Klarwassersee Norddeutschlands. Aufbruch im Morgengrauen. Am Schalsee sollte man den Sonnenaufgang nicht verpassen. Ein unvergessliches Erlebnis. Markus Lanz ist passionierter Fotograf und Andreas hat ihm ein paar spannende Tierbeobachtungen versprochen. Mit dem erfahrenen Fischer Jan Poggensee geht es hinaus.
Die Stimmung ist unvergleichlich. Und während Jan seine ausgelegten Netze ansteuert, gibt es einiges zu sehen. Jan hat viel zu erzählen. Er ist Fischer aus Leidenschaft. Und da Jan seinen Fischergehilfen heute nicht mitnehmen konnte, geht Andreas ihm beim Einholen der Netze zur Hand. Der Schalsee ist fischreich. Im Fang sind ein paar edle Prachtstücke dabei. Und das ist ein richtig teurer Fisch hier, ja. Diese Edelmarine. Ja. Hast du die schon mal in deiner Kochsendung behandelt? Ja. Nee, jetzt wirklich? Ja. Weil das sind unglaublich schmackhaft. Aber das ist alles eine Größe. Wie kommt das? Das kommt, weil man durch Stellnetze sehr selektiv fischen kann. Aha. Also je nach Maschengröße. Ja. Yeah. Und du hast die Maschengröße jetzt so gewählt, dass du praktisch nur diese großen Edelmarinen fängst. Und die, ja. die kleinen Marinen würden durchschwimmen, oder? Eine kleine Marine schwimmt hier durch die Masche durch. Ah ja. Das war richtig toll heute hier. Ja. Ja? Ja. Und warum ist auf meiner Seite nie was drin? Hat das was zu bedeuten? Ja, weil du jetzt im Moment weil du so viel laberst. Ach so. Stimmt, beim Angeln soll man immer ruhig sein. Plötzlich die ersten seltenen Vögel, die sich hier in der Morgendämmerung blicken lassen. Du, da vorne sind Zwergmöwen. Zwergmöwen? Ganz selten. Ja, Zwergmöwen. Das ist ganz selten, dass du die auf dem Binnengewässer siehst. Die sind meistens nur an der Küste. Ich will dich nicht verscheißern. Zwergmöwen, ja? Ja. Die sehen aus wie kleine... Ja, wie eine normale Möwe sieht die aus. Ja, wie eine Lachmöwe sieht die aus, aber nur in Mini. Fotografier sie, die kriegst du nie wieder hier. Was ist das da hinten? Adler? Nee, ne? Aber großer Vogel. Sieht aus wie ein Adler. Da sind zwei Seeadler in der Luft. Sieht aus, als ob die Adler nach Beute Ausschau halten. Überwiegend leben sie von Wasservögeln, Blässhühnern, Enten, auch kleine junge Kormorane. Seeadler sind an diesen Seen sowas wie die Gesundheitspolizei. Und dann werden alle Zeugen einer Jagd. Ein paar Schnappschüsse später sind die beiden noch immer völlig begeistert von ihrer glücklichen Beobachtung, als ein zweiter Adler auf Fischfang geht. Der Höhepunkt kommt vor dem Abschied. Andreas, es waren herrliche Stunden. Es war ein Traum. Großartig. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, für dieses exklusive Vergnügen. Und den hier, ne, ja, nehme ich jetzt mit. Für Alfons Schubeck. Genau, ja, weil der Schubeck total auf Maränen steht, das ist wahr. Ja. Und der Lafer noch mehr. Ja. Andreas, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ein toller Start für einen neuen Tag, den Andreas am Ufer des Schalsees verbringt. Der See war früher geteilt, die Grenze verlief durch seine Mitte. Nach unruhigen Zeiten ist die Region heute ein Biosphärenreservat. Mensch und Natur sollen miteinander leben. Na Cleo, hier gibt es bestimmt einen Schluck Wasser für uns, ne? Schönen guten Tag. Ach. Andreas Kieling ist mein Name. Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, ob ich für den Hund und für mich einen Schluck Wasser haben kann. Aber selbstverständlich. Ja? Sie können auch eine Tasse Kaffee haben. Ja, das wäre natürlich super. Und ein Stück Kuchen habe ich heute sogar. Tja, hier ist die Welt noch in Ordnung. Pommersche Landschafe, frische Kornäpfel, steht ein Nussbaum. Gleich gibt's eine Tasse Kaffee und ein Stück frischen Kuchen. Schöner Tag, so kann man's aushalten. Dankeschön. Sie sind ja ich lass ja so schnell keinen hier verdursten und verhungern. Sie sind ja wie meine Großmutter. Jetzt wohnen Sie hier in einem der schönsten Seen Norddeutschlands und hatten aber die Grenze direkt vor dem Haus, konnten ja eigentlich nicht runter zum See. Ist schon ein bisschen verrückt. Damals, bevor der Zaun kam, fuhren ja auch manchmal welche mit dem Boot nach dem Westen. Ja. Der 48er schon. Ja. Und dann brachten die auch mit Glühbirnen. Und ja, wir hatten damals bloß eine Glühbirne. Und dann haben wir die ausgedreht.
wenn wir ins Stall gingen. Tatsächlich. Und dann wurde die wieder eingedreht. Um sie zu schonen? Nein, also um da Licht zu haben. Sie haben die Glühbirne mitgenommen? Ja. Vom Wohnhaus in den Stall und dann wieder zurück? Und abends ging das wieder zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Und das holten sie vom Besten, weil es hier keine gab. Also bis zu der Zeit konnten sie hier unten im See schwimmen? Ja, immer nicht. Wir mussten so aufpassen, dass die uns nicht erwischten. Das kostete 50 Mark Strafe. Baden im See? Ja. 50 Mark. Ja, weil hier ja noch kein Zaun war. Nicht? Ja. Ja, aber wir gingen ja trotzdem noch manchmal hin. Aber als dann die Mauer sozusagen gebaut wurde, 61, da war Schluss mit Baden? Nein, oder? Da ging es auch noch weiter. Da ging es auch noch weiter. Da haben die überall an der Landgrenze den Zaun gemacht, den 3 Meter hohen Zaun. Aber hier am See noch nicht. Das kam erst Anfang der 70er Jahre. Was war denn das eigentlich für ein Gefühl? Ich stelle mir das furchtbar vor. Es ist im Sommer heiß. Ja. Du möchtest zum See schwimmen und darfst nicht, weil da unten diese blöde Grenze ist. Weil wir nun hier nicht baden durften, in unserem schönen Schalsee, da nahmen wir unsere beiden Töchter und fuhren nach der Ostsee und haben da schön gebadet und kamen dann wieder zufrieden nach Hause und guckten gegen den Zaun hier. Tatsächlich hatten die Bewohner des Schalsees den Zaun am Ufer satt. Sie konnten es kaum abwarten und begannen schon kurz nach der Grenzöffnung damit, ihren Zaun auszugraben und die Grenzbefestigungen abzureißen. Andreas muss sich zwar vom Schalsee, aber nicht von der Seenlandschaft verabschieden. Bis zur Ostsee sind es nicht mal mehr 100 Kilometer. Wasser gibt es hier genug. Auf dem Ratzeburger See findet gerade eine Bootsregatta statt. Ratzeburg ist eine Inselstadt und nur über 3 Dämme vom Festland aus zu erreichen. Aber die Gegend hat noch andere Attraktionen. Das ist eine Nandufeder. Hier am Ratzeburger See gibt es wildlebende Nandus. Das sind südamerikanische Laufvögel, die nicht fliegen können. Leute haben mir erzählt, dass vor genau 20 Jahren, im strengen Winter 89-90, Nandus in Schleswig-Holstein aus einem Gehege ausgebrochen sind und sind über den zugefrorenen See oder ein Gewässer hier nach Mecklenburg gekommen. Normalerweise hätte man die Tiere eingefangen oder abgeschossen, aber hier in Mecklenburg hat man sie gelassen und sie vermehren sich prächtig. Da hinten sind die Nandus. Wir haben sogar Küken dabei. Bei den Nandus ist es so, dass der Hahn und nicht die Henne brütet. Und der Hahn bewacht auch die Küken. Und zur Zeit der Aufzucht der Jungen ist er extrem aggressiv. Da sollte man nicht so nah rangehen. Nur allzu wahr. Eine Erfahrung, die Cleo schmerzhaft macht. Als sie sich den Vögeln nähert, wird sie attackiert. Der Vater des Familienclans liefert ihr eine Verfolgungsjagd und Cleo hat gegen den Vogel mit den kräftigen Klauen keine Chance. Sie sucht ihr Heil in der Flucht, aber er ist schneller und holt sie immer wieder ein. Hilflos beobachtet Andreas die Szene. Er ist besorgt. Aber der Nandu beruhigt sich wieder und Cleo hat Glück gehabt. Sie ist unverletzt. Nur der Schrecken sitzt beiden noch eine Weile in den Gliedern. Andreas ist jetzt doppelt vorsichtig. Aber mit Glück macht er dann doch noch ein paar Aufnahmen. Jetzt bin ich doch noch näher an die Nandus rangekommen, als ich dachte. Das sind unterschiedlich alte Tiere. Die jungen Küken, die kleinen, sind höchstens 2,5 bis 3 Wochen alt. Und die beiden großen, naja, vielleicht 3 Monate. Natürliche Feinde haben die Nandus nicht. Deshalb kann ihnen hier auch nicht viel passieren. Selbst ein Fuchs oder ein Wildschwein wird sich an diese Gruppe da nicht rantrauen. Der Nandu-Papa mit seinen Kindern ist dennoch reichlich nervös. Zeit für den Rückzug. Wenige Kilometer weiter nördlich liegt Lübeck. Hier ist der Ostseestrand zum Greifen nah. Die alte Hansestadt mit ihrem Wahrzeichen, dem Holstentor und ihrem mittelalterlichen Stadtkern ist Andreas letzte Station. Der größte deutsche Ostseehafen ist über die Trave mit dem Meer verbunden.
Für Andreas sind es die letzten Schritte eines langen Weges. Und für Cleo natürlich auch. Langsam kündigt sich der Ostseestrand an. Bis zur Ostsee kann es jetzt nicht mehr weit sein. Ich bilde mir sogar schon ein, die See zu riechen. Und diese Wildrosen hier und der Sanddorn sind eigentlich klassische Zeigerpflanzen für eine Dünenlandschaft. Die verhindern Erosion. Tja, die Karte sagt vielleicht noch 500 Meter. Cleo, dann sind wir da. Komm. Der Laufsteg zum Strand liegt genau auf dem ehemaligen Grenzstreifen und verleiht den letzten Metern die passende Kulisse. Und dann ist es endlich soweit. Fast ein bisschen schade. Cleo, schau dir das an. Wir haben es geschafft. Die Ostsee. Nach 1400 Kilometern. Ich glaube, da können wir ein bisschen stolz aufeinander sein. Hm? Na komm. 1400 Kilometer voller spannender Abenteuer. Quer durch Deutschland. Eine Reise mit interessanten Begegnungen und einmaligen Momenten. Erinnerungen, die Andreas so schnell nicht vergessen wird. Und eines ist sicher. Der ehemalige Grenzstreifen hat sich zu einem wahren Naturparadies entwickelt. Das grüne Band quer durch Deutschland war wirklich eine der schönsten Wanderungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich bin total beeindruckt, immer noch. So unterschiedliche Landschaften, so viel Kultur, unglaublich nette Menschen, Tiere, Pflanzen, die so selten sind, die ich selber vorher noch nie gesehen habe. Ich bin einfach beeindruckt und kann nur jedem empfehlen, ein Stück davon auch mal zu gehen. Jetzt erst mal eine Abkühlung und dann eine verdiente Pause nach der anstrengenden Wanderung. Andreas träumt schon von den nächsten großen Abenteuern und genießt den Sonnenuntergang an der Ostsee.